Prinz Albert von Monaco rief und internationale Sportlerlegenden, aber auch Vertreter des europäischen Adels folgten seinem Ruf in die Olympiaregion Seefeld nach Tirol. Das Stadium for the Children versammelte sich auch heuer, um benachteiligten Kindern dieser Welt zu helfen. Für Albert, der zusammen mit Mauro Serra die Charity-Aktion vor über 20 Jahren ins Leben rief, eine Herzensangelegenheit. Von Seefeld, wo auf das Stadion ein Parallelslalom und ein Biathlon warteten, zeigte sich Albert begeistert. It's a beautiful place, Seefeld. I know the region very well, because I've come here many times for bobsleigh and for other sports events, but it's wonderful to be here and I think it's going to be a great weekend. In den Dienst der guten Sache stellten sich viele Promis, darunter Olympiasieger, Formel-1-Helden, Le Mans-Sieger, aber auch Adelige wie Prinz Leopold von Bayern und Emmanuel Filiberto von Savoyen. Sie alle zeigten sich vom Engagement Prinz Alberts beeindruckt. Ich freue mich, das zu machen und natürlich, wenn man als Sportler, ich habe ja 37 Jahre lang Autorennen gefahren, dann ist immer noch der kleine Ehrgeiz da, aber ich würde jetzt keinen aus der Loipe raus schubsen und sagen, du bist mir zu langsam, lass mich vorbei, denn das Ganze ist ja für einen guten Zweck. Auch wenn Sieg und Niederlage beim Parallelslalom und Biathlon nicht wirklich Bedeutung hatten, ließ der Ehrgeiz die Sportlerlegenden auch an diesem Tag nicht los. Nicht zu schlagen war an diesem Tag Pernilla Wiberg, die beim Slalom mit Tagesbestzeit selbst die Männer hinter sich ließ und zudem auch die Damenwertung beim Biathlon gewann. That's unfair! Das ist unfair! Hey, Pernilla Wiberg! Das Prinzenduell beim Biathlon entschied Prinz Leopold von Bayern eindeutig für sich. Er ließ dem sportbegeisterten Monegassen keine Chance. Ja, jetzt habe ich es das erste Mal erfahren. Ich fühle mich natürlich großartig. Hat sich alles gelohnt. Das Training, was ich seit Wochen gemacht habe mit den Langlaufskiern und das Schießen, hat sich jetzt erledigt. Und jetzt bin ich froh, dass ich, nein, ich mache Spaß. Aber natürlich eine große Freude. Und so ein bisschen habe ich auch hingeschielt, dass ich schneller bin wie die anderen beiden Prinzen. Und ja, wunderbar, freue mich. Generell spielten neben der guten Sache insbesondere Spaß und Humor die Hauptrollen beim Star-Team. nein, war auch Spaß und so das Teamrennen ist eine super Sache, vor allem für die Kinder. Und ja, die haben alle richtig eine Freude. Siehst du schon auf dem Start oben mit ins Avinziratschen, ins Sägen, ins Zuzuschauen. Ist eine super Sache da. Und nicht nur vom Leins-Legende Riccardo Patrese streute der Olympiaregion Seefeld, die sich derzeit für die nordische WM 2019 bewirbt, Rosen. I like to come here, and not only in Seefeld, but in Austria generally, because I think that there is also a lot of warmness, a lot of good atmosphere, and people, they are very friendly. I like very much. Beim abendlichen Abstecher in Seefelder Casino flammte noch einmal Ehrgeiz auf, als Prinz Albert unter anderem gegen den ehemaligen Formel-1-Superstar Patrese auf einer Spielzeugrennbahn gegeneinander antrat. Überschäumende Stimmung und Tiroler Lokalkolorit kennzeichneten auch den abschließenden Galaabend im renommierten 5-Sterne-Hotel Klosterbräu. Tourismusdirektor Markus Czona freute sich über eine gelungene Charity-Veranstaltung mit enormem Medieninteresse. Allein durch diese Medialisierung, die hier stattfindet, steht Tirol da als Destination, die Olympiaregion Seefeld als eine Urlaubsdestination. Der ein oder andere werden auch Botschafter werden für diese Region. Und wenn dieses Ziel, dieses Ding alle 2 Jahre zu bekommen und in den Zwischenjahren zum Thema Golf etwas zu machen, glaube ich, dass es touristisch eine Auswirkung haben wird. Es wird irgendwo dieses Flair der Olympiaregion Seefeld von Klasse, Niveau hinüberbringen, aber auch diese Vielfältigkeit, die diese Region irgendwo hat. Und ich glaube, dass man hier wirklich hoch ansetzen muss, um dieses Ziel zu erreichen.